Ja, hallihallo, hier ist euer Daniel von der Bullworth Bass Academy mit einem kurzen Bitcoin-Update. Ja, ich war schon lange nicht mehr online auf YouTube. Das hat private Dinge. Es hat was mit privaten Dingen zu tun. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber es ist ja zwar etwas passiert, ja, aber es gab noch keinen finalen Schlag, sagen wir es mal so, ja. So, fangen wir mal in den kleinen Timeframes an, ja, und dann habe ich gleich hier in Kleinrot ein mögliches Descending Warning Wedge. Ja, das erste Target ist jetzt nicht so viel. Das wäre jetzt hier bei knapp 43.700. Und das zweite Ziel wäre bei 44.500. Ja, dann wäre hier dieses Pattern komplett hätte ich ausgespielt. Und das Ganze könnte natürlich Unterstützung bekommen. Erstens hier im RSI, jetzt nur auf das Rote gucken. Ja. Da haben wir hier ein Falling Wedge, was nach oben ausgebrochen ist. Es gab einen schönen Retest und ich gehe davon aus, dass wir hier oben in den überverkauften Bereich kommen. Und das könnte hier die Chance sein für Bitcoin, an diese Trendlinie hochzukommen. Also hier der braune Bereich ist natürlich ein starker Widerstand, muss man dazu sagen. Ja. Deswegen habe ich den auch hier drin. Aber hier diese rote Linie wird jetzt erstmal der nächste Anlaufpunkt sein. Warum diese rote Linie? Dazu gehen wir in den Daily. Dann seht ihr es eigentlich schon gleich. Ja, in Großrot. Ja, jetzt nicht in Kleinrot, sondern in Großrot. Hier haben wir ein mögliches Falling Wedge. Und das wäre jetzt die andere Seite des Wedges. Ja, und sollten wir den hier nach oben durchbrechen, dann sehen wir hier, wie gesagt, das sage ich schon die ganze Zeit, die etwa 56 bis 60, 62.000 Dollar. Und da können wir, wenn jetzt hier schon diese Welle nach unten abgeschlossen ist, ja, dann wäre hier folgendes Szenario. Setzen wir mal die FIPS an. Und da sehen wir hier in diesem Golden Pocket Bereich, ich sag mal ab 57.400 in etwa, ist alles möglich bis zum, ich sag mal, etwa 0786er, im maximalen Fall wirklich nochmal das 0886er bei 65k. Aber ich habe so diese Level jetzt erstmal im Blick, um meine Shorts aufzubauen. Ihr wisst, ich habe in groß eine Wolf-Wave. Ja, die zeige ich später nochmal, wenn ihr es nicht vergesst. Und das wäre so auf jeden Fall, würde es passen, der perfekte Short-Einstiegsbereich für einen längerfristigen Short. Ja. Und wie könnte das Ganze jetzt hier, das Falling Wedge in Rot jetzt unterstützt werden? Ja, hier haben jetzt guck mal wieder zusammen in den RSI. Da haben wir hier in diese blaue Linie, Trendlinie, sage ich mal, aber das soll eigentlich eher der Widerstand sein. Und hier in Weiß, die untere Linie, ja, haben wir hier ein, es ist leicht abfallen, das könnte ein Falling Wedge sein, ja, es ist abfallen, ja, also Descending Warning Wedge. Gehe ich eher davon nicht aus, wie gesagt, weil es abfallend ist leicht. Ich gehe von einem Falling Wedge aus. Und wenn es hier nach oben ausgebrochen wird im Daily, dann wäre auf jeden Fall hier die Möglichkeit, dass wir hier den oberen Bereich dann sehen. Muss man natürlich abwarten. Können wir davon ausgehen, dass hier jetzt schon Schluss war? Da gucken wir gleich auf die Pivots und CPRs. Ich will euch nur hier nochmal was zeigen. Und zwar, dann mache ich mal das jetzt weg, das dann RSI. Und zwar haben wir hier diese gelbe Trendlinie, die ist sehr, sehr signifikant. Im Moment haben wir einen schönen Pump drüber gehabt. Und das ist auch gleichzeitig diese von einem Descending Warning Wedge, der rote Trendlinie. Wenn er hier Support findet, ist die nächste Station hier, wie gesagt, hier diese rote Trendlinie. Kommen wir kurz mal zu den CPRs, warum es theoretisch nochmal sein kann, dass das vielleicht gar nicht das Low war. Ja. So, also ich komme gleich, das ist der Wavereader, unser neuen Indikator in der Akademie. Dazu komme ich aber gleich, jetzt erstmal hier zu den CPRs. So, da haben wir jetzt natürlich in Blau, wie ihr es erkennt, das Weekly CPR hier und die Weekly Pivots und in Gelb Monthly CPR und in Gelb die Monthly Pivots. So, jetzt seht ihr natürlich noch hier was Weißes. Was ist das? Ganz einfach, dieses Weiß ist das alte Weekly CPR von letzter Woche und ist ein sogenanntes Weekly CPR Gap. Ja, weil es wurde ganz knapp nicht angefahren. Die Chance liegt normalerweise beim Weekly CPR bei über 90%. Die 10% haben gewonnen. Ja, und das hier ist ein Gap. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir es bald füllen werden. Ja,
Wie gesagt, mein Ziel ist ja eh hier die 56 bis 60, 62 km. Da wird mir das eh durchstoßen. Deswegen, es ist ein Gap und es wird meiner Meinung nach auf jeden Fall geschlossen. Warum denke ich, dass wir nochmal runtergehen können auf 39, sogar vielleicht sogar bis 36 km? Ja, ganz einfach. Wir haben hier das Weekly CPR. Das haben wir jetzt schön angefahren. Wir sind jetzt in dem CPR drin. Und dieses ist natürlich ein großer Widerstand. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Und hier drunter haben wir das Monthly S1. Das haben wir ganz knapp nicht erreicht. Und das Weekly S1. Das wäre, wenn er hier abprallt, nächste Möglichkeit hier, dass wir hier Support finden. Und wenn er das nicht packt, dann gehen wir hier auf das Weekly S2. Spätestens da gehe ich davon aus, dass wenn er darunter kommt, gehe ich von einer sehr starken Reaktion aus. Ja, aber noch sind wir hier. Und ist jetzt die Entscheidung drin. Wenn hier drüber kommt, ja, könnte ich mir sogar überlegen, hier eine schöne Long einzugehen. Im Moment ist es halt, wie gesagt, nur schwierig, weil wir hier unter dem CPR noch sind. Und wenn wir uns mal das große Falling Wedge in Rot angucken, ja, da wären wir hier bei etwa 45 km. Also gehen wir hier schön drüber mit einem Daily natürlich. Mit den Daily-Kerzen ist ganz wichtig. Ja, da wäre hier auf jeden Fall auch die Möglichkeit, schön dann hochzutraden. So, kommen wir ganz kurz zu unserem neuen Wave wieder in der Akademie. Ja, ihr seht es hier, wunderschönes Signal hier, ja, in grün, schöner bullisches Signal. Und hier in rot, schönes Short-Signal, guck mal, was man hier schön runternehmen konnte. Ja, das ist jetzt unser neue Errungenschaft. Ja, ich finde weiten besser jetzt von der Veranschaulichung natürlich als das alte Panel, was ihr kennt, und einfach ist saugeil das Ganze. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, in der Akademie beizutreten, in der Bullworth Bass Akademie, dann einfach mir in Telegram schreiben oder per E-Mail. In der Beschreibung unten findet ihr den Link. Des Weiteren könnt ihr den Kanal unterstützen, indem ihr euch bei den Exchanges FairMax und FTX anmeldet. Da würdet ihr mich unterstützen, ja. Und ja, unten haben wir noch eine Telegram-Gruppe, wo es auch ab und zu unsere Free-Setups gibt oder Analysen gibt. Ja, kommt einfach rein, da bekommt ihr auf jeden Fall was geboten. So, wie ich es euch versprochen habe, nochmal die Wolf Wave. Ja, jetzt stimmt sie. So, diese Wolf Wave, ja, hat vollen Charakter, sieht aus wie ein Rising Wedge, ist eigentlich auch ein Rising Wedge. Aber er darf hier drüber, ja, da gibt es eine bestimmte Abmessung, darf drüber. Und sobald er hier, da kann man seine Shorts natürlich schön aufbauen. Das Ganze war damals bis 90 km, glaube ich. Ja, da hat man eine schöne Short aufgebaut. Und nach diesem Bruch wäre auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, nochmal einzusteigen, das Ganze. Und dann ging es schön runter. Das erste Target dieser Wolf ist eigentlich diese gestrichelte Linie. Die haben wir natürlich fast erreicht. Ja, und ich ging natürlich davon aus, ja, dass wir zuerst schon noch eine schöne Korrektur hoch machen, bevor wir dann hier dieses Target 1 auf jeden Fall anfahren. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit da, das wäre natürlich die zweite Sache mit den CPRs und den Pivots, wo ich eben gezeigt hatte, dass wir hier an dem CPR drehen und hier nochmal eine Welle nach unten machen und dieses erste Target holen, bevor wir eine fette Korrektur nochmal nach oben machen und dann ganz runtergehen. Ja, das zweite Target ist wie beim Rising Wedge natürlich wie dieser Bereich bei etwa 29.500 Dollar. So, das war es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, schreibt Kommentare, ganz wichtig, teilt es mit Freunden. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen: schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bullworth Bass Academy. Ciao.